Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Krieger und zwar als Waffenkrieger unterwegs. Das war ja was, was in letzter Zeit wieder einige sehen wollten, was im Stream auch gefragt wurde. Ob ich mal wieder Arms-Vari spiele. Ich spiele normalerweise eigentlich Fury, weil es mir mehr Spaß macht. Aber wir versuchen es mal was Arms. Da können wir auch gleich unser Legendary, also Signet, benutzen. Das funktioniert hier genauso. Und wir spielen hier mit Klinge Schärfen, mit Todesurteil und Verheerender Sturm. Und ich bin hier bei Maldraxxus auch an der Seite bekommen, auch wenn ich das nicht unbedingt wollte, dass er das kriegt. Aber kann man nichts machen, wir versuchen einfach mal reinzupumpen. Da kriegen wir aber gerade nichts rein in den guten. Jetzt würde man sagen, wir gehen einfach mal direkt für den Bladestorm, um hier ein bisschen AOE zu pumpen. Das ruckelt hier ein bisschen. Ich weiß noch nicht ganz warum, aber mein PC geht gerade in die Knie. Der portet mich. Oh, er portet mich sogar raus into Arcanos 4. Die hat er erstmal komplett daneben gehauen. Die spielen hier in der kleinen Pre-Made, wie es aussieht. Der wollte uns hier erstmal wegfieren. Dann shrinket er erstmal Luft. Und dann können wir ihn aus dem Leben exekuten. Und dann springen wir hier gleich wieder zurück. Ich glaube, das ruckelt gerade, weil ich gerade ein Video rende. Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen unorganisiert unterwegs. Aber ich hoffe, es fällt nicht zu stark auf gerade. Ich versuche mein Bestes hier. Ja, stimmt. Ich spiele ja auch mit Stun. Das heißt, wir können den hier stunnen. Können hier Sharpen Blade drücken. Versuchen hier mit Warbreaker und Avatar einmal durchzufahren. Ich glaube, das war ein bisschen Overkill an CDs, was ich hier gerade benutzt habe. Aber es sollte eigentlich alles halbwegs hinhauen. Da drinnen haben wir auch noch einen Hexenmeister sitzen. Gerade den kicken wir hier einmal. Schauen, dass wir ihn slowen können hier. Schauen, ob wir uns noch ins Target nehmen. Dann könnten wir reflecten. Er holt hier nochmal. Portet hier mal raus. Entschuldigung. Und portet hier auf die andere Seite. Wir shattern direkt die Bubble. Die Bubble ist gone. Wir gehen dann gleich auf ihn. Wunderschöner Stun. Wir gehen instant für den Bladestorm. MD kam ein bisschen zu spät. Finishen können wir. Wir looten ihn hier. Und schauen, was der Warlock dann hier schlussendlich noch fabrizieren will. Der Warlock will hier unten durch. Scheint mir aber direkt umzudrehen und für eine andere Base gehen zu wollen. Wenn er für die Base da oben geht, dann werden wir natürlich gleich schauen, dass wir da ebenfalls hingehen. Bei Quarry ist ebenfalls nichts. Das ist, glaube ich, Steinbruch, oder nicht? Oder was war das? Wir gehen aber eher mal dem Warlock hinterher. Der ist nämlich hier ein bisschen tryhard unterwegs, zusammen mit seinem Arkanenmagier. Deswegen schauen wir, was die zwei hier gerade machen wollen. Da war ein Hunter einmal. Der Hunter stirbt schon. Ein Rogue ist mit dabei. Und ein Warlock ist auch noch mit am Start. Deswegen können wir schauen, ob wir hier gleich parryen können. Wir parryen einfach instant seinen Opener. Dann können wir den hier nämlich insta killen. Dann schauen wir, ob wir für den Warlock gehen können. Wir können ihn gerade noch stunnen. Das hilft uns aber gerade nichts mehr, weil wir leider schon die wieder rausgenommen wurden. Ansonsten können wir hier kurz alles vieren und schauen, ob wir ein bisschen Zeit rauszögern können. Aber er trappt. Er liegt in einem Random Trap einfach irgendwo. Was war die Trap gerade? Ey, Mann, okay, das habe ich gerade bad gespielt, aber ich hatte gerade nicht mehr wirklich was ready und ich bin ein bisschen verwirrt, was abends gerade angeht. Verzeiht mir, meine Fails, da bin ich nicht mehr ganz so bewachsen gerade. Ich vergesse meine Cooldowns. Ich vergesse die ganze Zeit meine Cooldowns. Wir können hier für den Red gehen, gehen für Reflect, Reflecten direkt den Horch, gehen hier für Avatar. Dann kommt der eine direkt mit dazu. Wir gehen für Ignore Pain. Schauen, dass wir ihn hier nochmal stunnen. Aber er kriegt noch den Hit vorher durch. Wir können nochmal Battle Shout gehen. Er zieht allerdings alle Defensives. Oh, das war unlucky. Das war unlucky, dass er den Hit noch durchbekommen hat gerade. Bevor ich ihn gestunnen. Ich habe gerade zu spät gestunnt gerade. Das war my bad. Gerade zu spät gestunnt. Als Fury bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht legen kann, weil da könnte ich mich gegenhealen. Ich bin sowas von nicht drinnen in Armsware momentan. Da tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Ich muss schauen, dass ich öfter Ignore Pain abhalte und dass meine Cooldowns mit Bladestorm und Avatar nicht overlappe. Gerade weil ich mit Signet spiele, also mit dem Legendary hier. Weil da aktiviere ich ja immer eine der anderen Fähigkeiten automatisch. Zwar in abgeschwächter Form, wupsi. Aber das aktiviert dann schlussendlich trotzdem noch. So, wir hoffen mal, dass die das wieder kriegen. In der Mitte haben wir die Base verloren. Jetzt drehen die das gerade ein bisschen. Das ist nicht so gut. Der Warlock, ich habe nicht mal eine Ahnung, wo der gerade hier ist. Aber wir leben hier einfach mal nach vorne. Und dann fliegen wir hier auf die Seite rüber. Schauen wir mal, ob er uns hier chasen will. Er will uns tatsächlich chasen. Deswegen stunnen wir ihn hier. Dann poppen wir hier CDs. Schauen, dass wir hier komplett reingehen in ihn. Er geht hier in Reflex. Oder wir reflexen ihm. Er will hier pumpen, wie es aussieht. Wir vieren ihm hier auf alle seine Sachen. Schauen, dass seine Immunity ausläuft. Dann können wir ihn gerne durchcasten lassen hier. Schauen, dass wir den nächsten Cast dann gleich reflekten. Schauen, dass er den Deathbolt nicht unbedingt durchkriegt. Kriegt er leider durch. Das war ja mal sehr, sehr unglücklich. Können wir nochmal für den Bladestorm gehen. Warlock wird mad, weil er seinen One-Shot nicht durchbekommen hat. Geht hier nochmal für den Self-Heal. Will hier nochmal unbedingt nach oben. Stirbt hier. Wir looten direkt, damit er nicht aufstehen kann. Und dann können wir hier rausgehen. Wunderschönes Ding. Er lacht mich aus. Spöttische Geste. Da sind wir. Niemals jemand emoten, wenn man dann verliert. Das ist. Uff.
Raus. Wir schauen mal, ob wir die Base ja auch noch kriegen können gerade. Schauen wir mal, was wir hier schlussendlich machen können. Da haben wir wieder den Paladin mit am Start. Schauen wir, wie schnell der reagiert hier. Wir gehen rein, gehen hier für den Reflect. Er geht direkt für die Bubble. Wir gehen für den Shatter. Bubble ist gone. Wir gehen für den Stun. Können hier Warbreaker anmachen. Gehen hier für Avatar. Haben Bladestorm Brock mit dabei. Können hier beide ziemlich gut bearbeiten. Gehen hier für Sweeping Strikes. Gehen hier für beide für den Execute. Haben beide in dem Falle down. Looten hier die Leichen. Damit sie hier nicht auch nochmal die Base in dem Falle halten könnten. Dann tun wir uns nämlich noch ein bisschen leichter, das Ganze hier selber zu halten. In der Mitte, ist das der hier? Was ist dieser Name einfach? Das ist nicht der hier, das ist der hier oben, der die Base verloren hat, okay? Das ist ein Ping-Pong hier die ganze Zeit. Das ist ein Ping-Pong hier die ganze Zeit im Hin- und Herlaut. Der will nur Leute one-shotten die ganze Zeit. Schau dir den an. Den Clown. Der will die ganze Zeit irgendwie für die Ports gehen mit seinem Magier zusammen, dass er irgendwen one-hitten kann oder sonst irgendwas. Der macht die ganze Zeit irgendwelche Random-Aktionen hier. Er versucht hier wieder reinzugehen. Wir gehen direkt auf ihn rein hier. Er backpedalt, Keyboard-turnt hier. Blinkt dann erstmal weg. Portet hier gleich mal raus. Wir gehen hier für den Stun. Schauen, dass wir ihn hier wegkriegen. Können hier für den Bladestorm gehen. Er portet natürlich direkt nach oben. Wir können schauen, ob wir hier den Port machen können. Das geht natürlich wieder nett. Wir schauen, ob er wieder für den Deathbolt gehen will. Haben den Reflect. Hat er sich selber... Oh, er hat sich fast selber gekillt. Nein, das war so close. Ich bin durch einen kompletten Wall durch mit dem Reflect. Der ist so bad, Alter. Sehe ich den Hit hier? Ist der bei mir drinnen? Ich würde so interessieren, was der gerade gemacht hat. Was, der war nur 12k? Laber nicht. Ich bin durch seinen kompletten Wall durchgegangen gerade. Hey, Mann. Das war gerade so sad. Dass ich nicht nach oben porten kann mit meinem Venti-Port, ist ein bisschen traurig gerade. Ist das ein Healer hier drüben? Das ist ein Shadow Priest. Da können wir gerade nichts tun. Da können wir leider gerade gar nichts tun. Wobei können wir schon was tun, weil der Healer nach oben pusht. Das heißt, wir gehen mit dem Healer hier auf die andere Seite rüber und schauen mal, ob wir da drüben jetzt die Base aufräumen können. In der Zwischenzeit haben wir schon wieder was geklaut hier. Wir gehen hier für Sweeping Strikes, gehen hier rein, gehen hier für Warbreaker, gehen hier für Bladestorm. Schauen wir, ob wir den Demon Hunter finishen können. Können wir nicht finishen. Wir gehen zuerst für den guten Parler gebe ich hier einmal Sharp. Ich habe sein Heal gesharpen, plus den Geist noch vom Shadow Priest hier mit dabei. Das heißt, wir haben ihn hier doppelt gemobbelt. Können den hier einmal stunnen. Gehen hier für den Avatar. Dann haben wir nämlich gleich nochmal einen Bladestorm. Dann kann ich den Demon Hunter nicht stunnen. Sloan den Demon Hunter hier drauf. Er will weg. Wir chargen hinterher. Können hier für den Execute gehen. Er geht für Ausweichen. Kicken hier direkt seinen Cast. Switchen dann auf den Priester, weil er ist im Ausweichen. Das heißt, ich kann ihn nicht hitten. Wir können aber den Priester hier ein bisschen verprügeln. Schauen, dass wir den geslowt halten. Pain Suppression geht raus. Wir können die Sühne gerade noch nicht stoppen. Wir haben wieder Sweeping Strikes ab. Gehen hier für Sharpen Blade. Sharpenen hier. Schauen, dass wir hier ein bisschen pumpen können. Können drüben gerade nicht helfen. Ansonsten wären wir hier gerade ein bisschen fokussiert. Schauen, dass wir den DH jetzt wieder slowen können. Der Priester hat keinerlei Cooldowns mehr. Wir kicken jetzt die Sühne. Gehen hier für Warbreaker. Stun den Priester auf unseren Kick drauf. Pumpen wir rein. Hoffen, dass der Shadow Priest hier ein bisschen mithilft. Battlemaster geht an. Er stunt nochmal Re. Wir haben Big Executes. Er geht einmal für den Instant Heal. Geht zweimal für den Instant Heal. Last Stand geht raus. Wir failen hier, weil ich eigentlich für den Re gehen wollte. Er knockt alles weg. Das war so mies gerade. Wir kicken late. Damit wir ihn vielleicht finishen können, können wir nochmal für den Charge gehen. Gehen für den Execute Spam. Einmal, zweimal, dreimal. Haben immer mehr und mehr Crit. Holen uns hier raus. Der Shadow executed ihn. Wir looten hier. Wir looten nicht. Wir trinketen hier. Der Warlock will wieder für den One-Shot gehen. Gerade er hat schon wieder alles ab, was man nur abhaben kann gerade. Er blinkt hier einmal weg. Wir können ihn hier dann schlussendlich stunnen. Schauen, ob wir hier nochmal connecten können. Er geht für den Wall. Wir gehen für den Shatter. Schauen, ob wir den Wall direkt down kriegen. Gehen hier für den Reflect. Schauen, ob er hier nochmal dotted. Er slowt sich damit selber. Heißt, wir können ihn nochmal ein bisschen nach draußen pushen gerade. Können nochmal CDs ziehen. Und dann können wir hier reingehen in den Guten. Und schauen, ob wir ihn hier finishen können. Können gerade nicht finishen. Kicken hier nochmal late. Ansonsten können wir einfach Execute spammen und können den Guten hier aus dem Leben räumen. Dann leben wir nochmal zurück, schauen, ob wir hier supporten können. Gehen nicht für Einschreiten, gehen hier für Charge. Ne, gehen nicht für Charge. Doch, gehen für Charge auf den Healer, stunnen hier den Healer. Gehen hier wieder für CDs, schauen, dass wir hier mit Sharpen dann gleich reingehen. Haben wir gerade noch nicht ab. Sweeping Strikes haben wir noch an. Können hier aber für den Bladestorm gehen. Erst kommt Arcane Mage AOE Stealth. Vielleicht können wir hier noch weiter reinpumpen, kicken instant den Heal. Wenn wir einen Silence drauf haben, ist er down. Wunderschöner Silence. Oh mein Gott, Alter. Also werden wir ein Dream Team eingespielt, können wir gerade nicht drauf finishen. Vieren hier kurz alles weg, können sonst für den Warbreaker gehen. Können hier, wir gehen am ersten hier für den Finisher auf ihm. Hier gehen hier ganz kurz für Die by the Sword, wenn der Arcane Magier auf uns ein bisschen ausrastet. Kicken ihn hier auf Arcane.
Heißt, er hat gerade keinen Blink für uns. Dann stunnen wir hier nochmal ganz kurz drauf, damit er nicht allzu weit wegkommt. Können gerade noch nicht für die Shatter gehen, kommen hier nicht raus. Können jetzt aber looten gehen. Wenn wir hier gerade noch hier finishen könnten, wäre es ein Traum. Wir schauen, dass wir hier einen slowen. Können wir nicht slowen, der Orb geht sich nicht aus. Wunderschönes Ding. Können ihn hier jetzt nochmal slowen. Jetzt ist er zu lange an mir dran stehen geblieben. Können wir nochmal hinterher chargen. Einmal, zweimal, den haben wir down. Wunderschönes Ding. Der haben wir mal ordentlich rasiert hier. Unsere Premade ein bisschen besser unterwegs. Der will wieder für den Todesblitz gehen. Wir kicken ihn direkt drauf. Der geht nur für die One-Shots halt. Der hat wahrscheinlich irgendwo so eine Crit-Montage gesehen. Wie man momentan One-Shot ist, Afli-Log. Und jetzt probiert er das bei jeder zweiten Gelegenheit. Dann nimmt, wenn er anscheinend seinen Haste nicht ab hat, dann geht er erst gar nicht rein, wie es aussieht. Aber das wird noch ein bisschen knapp hier. Wer deft hinten? Der Shadow Priest deft einmal. Ne, der Holy deft einmal. Der Heal Priest deft ja einmal. Wir schauen mal, ob wir in der Mitte kurz helfen können. Da haben wir einmal einen Heal Druid. Den stunnen wir nochmal low. Schauen, dass wir den hier finishen können. Vieren dann hier vielleicht. Okay, das Breaking eh gleich alle instant. Er geht hier auf seine vier. Ich könnte hier raus Bladestormen eigentlich. Schauen, dass wir gleich den nächsten Cast kicken. Er will hier nur für Anti-Tab gehen. Wird hier selber rauskatapultiert. Den nächsten Cast kicken wir instant. Wir warten drauf. Sharpen Blade ist an. Er castet nicht. Er geht für Shield Cast. Der will nicht casten, okay? Da hat er gar keinen Bock drauf. Arcane Geschosse gehen raus. Kicken Arcanus 4 Insta. Dann gehen wir für Sweeping Strikes hier. Schauen, dass wir Warbreaker noch raushauen. Können den Mage hier finishen. Können hier gerade noch nicht raus. Da hat es den Schamanen zerrissen. In der Zwischenzeit haben wir den Tap bekommen. Der Warlock will wieder alles rausporten. Wir können wieder für den Warlock gehen. Schauen, dass wir den hier finishen können. Er wird wahrscheinlich doch für den Port gehen. Er läuft ins Haus, will für den Teleport gehen. Wir können ihn nur noch mal stunnen. Wird wahrscheinlich auf den Stun dann wahrscheinlich direkt weg teleportieren. Nachdem er hier schon so gierig wartet. Gerade können wir nochmal für den Reflect gehen. Genau, da winkt er mir nochmal zum Abschied. Will mich nochmal auslachen. DK grippt mich nochmal rein. Wir gehen für den Parry. Schauen, dass wir unsere HP hier erhöhen können ganz kurz. Schauen, dass wir am Demon Hunter pumpen. Demon Hunter geht hier nochmal in seinen Last Stand. Schaut aber nicht in unsere Richtung. Das heißt, nach hinten kann er nicht ausweichen. Und mit Overpower können wir einfach durchprügeln. DK poppt alle CDs. Den soll es aber hier einfach normalerweise zerreißen. Wunderschönes Ding. Der Arcane Mage ist wieder da vorne unterwegs. Wir slowen ihn hier direkt. Ziehen hier Warbreaker. Können ihn nochmal stunnen. Nein, können wir nicht. Er stirbt direkt drauf. Dann stunnen wir hier nochmal den Warlock, bevor er Last Stand gehen kann. Dann können wir den hier auch finishen. Und damit haben wir wieder drei Basen sicher. Sollten jetzt langsam aber mal die Basen halten können. Die sollten unten spawnen, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir könnten oben vielleicht halten. Aber oben ist auch schon wieder Ink gerade. Deswegen nicht so sicher, ob wir da gerade nicht helfen sollten. Die droppen mir nämlich ein bisschen. Ist das ja auch noch der hier? Ne, das ist ein anderer Priester. Entschuldigung, das ist der Priester da vorne. Nur der Rogue droppt gerade ein bisschen runter. Ne, das ist auch wieder der andere. Dann gehen wir erstmal für den Berserker-Buff und schauen, was wir hier gerade fabrizieren können. Der Magier will schon wieder hier für die Base gehen. Das heißt, wir helfen hier mal ein bisschen mit. Da geht nämlich eh schon wieder einer durch. Der Lock it is, wie es aussieht. Genau, der ballert hier den Zirkel. Wir stunnen hier direkt. Schauen, dass wir hier gleich CDs poppen können. Gehen hier instant für den Reflex, falls er uns was geben will. Ansonsten geht er hier gleich. Er hat überhaupt Tränke mit dabei. Das ist auch nicht oft hier. Schauen wir hier, ob er für ein Ding gehen will. Oder eher weniger. Er will hier für einen One-Shot gehen. Wieder wir vieren ihn hier. Schauen aber Trinketed. Ansonsten haben wir nämlich hier noch einen Rogue mit dabei. Wunderschönes Ding. Rogue opened hier. Gehen hier für unser Parry, damit er keinen Damage machen kann. Kicken den Blutsauger, finishen ihn direkt aus dem Leben hier. Und dann schauen wir, ob wir den Mage connecten können. Slowen den Mage, damit er wieder instant wegkommt. Hat hier einmal Temporalschild an. Das heißt, er kann sich doppelt healen. Er hat sogar beide Schilde an. Das erste kann er selber canceln. Das zweite muss er aktiv canceln. Da geht er für die Blinks mit Insigne. Hat jetzt keinen Blink. Er hat gerade Backblink plus Blink benutzt. Das heißt, er hat in dem Sinne gar nichts mehr. Und dadurch, dass ich es verschoben habe, konnten wir die natürlich instant ausschalten hier, weil wir halt ordentlich Damage pumpen können schlussendlich hier. So, in der Mitte haben wir anscheinend schon wieder Ink. Das heißt, wir fliegen mit unserem Gleiter einfach mal in die Mitte rein. Da haben wir einmal einen Druiden mit am Start. Wir haben auch CD-Reset hier gerade mit dabei. Das heißt, ich kann alle meine Cooldowns resetten. Das machen wir natürlich auch gerade gerne. Dann sind wir nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt haben wir Parry, Bladestorm und alles wieder ab. Gehen schon mal wieder Richtung Priester hier oben, weil der Schurke läuft ein bisschen weg von ihm und das macht mich etwas nervös. Wir haben hier einmal Logos, der hat ein bisschen zu viel Lore gelesen hier. Schauen wir, ob sich der hier mit mir matchen will oder eher weniger. Wo willst du hin? Ansonsten müssen wir leider reingehen bei dir. Dann können wir den hier einmal slowen. Wir schauen mal, was er hier vorhat. Okay, da ist noch einer mit dabei, sonst ich bin nämlich schon für den Parry gegangen. Er wird disarmt, das heißt, er kann nicht parieren gerade. Er kann noch ein paar Sekunden nicht parieren. Ich könnte ihn drauf stunnen, damit er nichts mehr ziehen kann. Dann haben wir den hier schon weg. Er hat seinen CD gewastet. In der Zwischenzeit haben wir Ink oben. Wir haben Ink oben und zwar der Warlock ist schon wieder oben.
Heißt also, zur Sicherheit verschiebe ich schon mal für die Base auf der linken Seite. Das sieht nämlich ein bisschen verdächtig aus, weil die haben gerade in den Vari niedergerissen und der Rogue pusht nach vorne. Das heißt, da kommt auf jeden Fall irgendwas. Schauen wir, ob wir vielleicht noch einen Bersi snacken können. Berserker ist auch gerade noch da. Deswegen gehen wir uns noch ganz kurz den Bersi holen hier. Hopp. Und dann gehen wir ganz fix zur Base hier rüber. Da ist nämlich eh schon der Warlock mit am Start. Und dann schauen wir, dass wir denen hier helfen können. Wir können uns hier nochmal porten. Porten hier rein. Gehen nach vorne. Kicken hier sein instabiles Gebrechen. Dann macht sein Deathball nämlich generell nicht so viel Schaden, weil er hat schon wieder alles an. Das heißt, er will so oder so nur für den Deathball gehen. Stirbt aber hier an meiner Blutung, glaube ich noch, oder? Nee, war nicht mein Kill. War nicht mein Kill. Aber er ist auf jeden Fall hier noch draufgegangen. So, da war noch irgendwas. Einer wurde niedergerissen. Feral ist noch mit dabei. Werde ich hier low gestunt. Wir gehen aber für den Hunter. Hunter hat ein bisschen weniger HP. Könnt ihr für den Reflect gehen, falls ihr eine Trap hinlegen will. Sieht mir nicht so aus. Wir stunnen den Feral hier. Der war leider schon komplett geerbt. Hat trotzdem Trinketed into Survival Instincts. Also sein 50% Damage Reduce hier. Könnt ihr sonst nochmal für den Bladestorm gehen, falls er uns desorienten will, wenn er weglaufen will. Sieht mir nicht so aus. Gehen wir nochmal für den Rack. Könnt ihr nochmal Mortal Strike, damit er weniger healt. Und können nochmal executen. Dann können wir nach vorne leapen. Schauen wir mal, was er hier vorhat. Können in der Zwischenzeit nochmal für den Hole gehen. Der winkt mir die ganze Zeit hier. Wir gehen für den Reflect. Wir schauen, ob wir noch irgendwas haben gerade, damit wir rankommen können. Können nochmal ein paar CDs pumpen. Können nochmal reingehen, wie wahnsinnig. Holen uns hier nochmal raus. Und dann können wir den hier komplett aus dem Leben exekutieren. So, was haben wir hier in der Mitte noch? In der Mitte scheinen wir nochmal Zerg zu sein. Dann können wir da nämlich nochmal schauen, ob wir da nochmal irgendwie reinkommen. Der ist noch nicht einmal für Coil gegangen. Ich glaube, der spielt AOE Hole irgendwie. Da ist gerade einer draufgegangen. Der Druid versucht wegzupushen. Wir routen ihn hier, stunnen ihn hier. Oder routen, slowen ihn. Schauen, ob wir da gleich nochmal rankommen können. Da kommen wir gerade nicht ran. Schauen wir, was der gerade vorhat. Der ist Survival Instincts. Ja, der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Wir können aber trinketen, damit wir ihn executen, weil das BG ist ja so oder so hier gleich mal vorbei. Ansonsten sieht es mir ziemlich clean aus eigentlich. Das sieht nicht so aus, wäre da noch gerade viel. Der Warlock will nochmal für irgendeinen Try gehen. Da scheint man gleich nochmal für vorne rein zu pushen. Wir haben gleich nochmal einen Stun ready. Der Hof wurde uns nochmal geklaut. Das ist jetzt aber nicht mehr allzu tragisch. Da sollten wir nicht allzu große Probleme haben. Schauen wir mal, vielleicht können wir den baiten, damit er vielleicht rein pusht nochmal. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal dafür geht. Ansonsten sehen wir hier eigentlich fein aus. Der geht hier direkt wieder für seinen Wall. Wir können hier gleich wieder CDs pumpen. Können ihn hier gleich nochmal der erste an, nevermind, das macht der andere schon. Können hier nochmal für einen Bladestorm gehen. Da ist ein Rogue noch mit dabei, er will uns porten. Schafft aber nicht mehr. Wir haben einen Sieg als MS-Vari, als Arms-Vari. Haben wir schon länger nicht mehr gespielt. Ich mag Fury Overall immer noch 100 Mal mehr, aber sah ja nicht allzu bad aus. Haben wir 17 Kills, 59 Ehren auf die Siege, haben 3 Tode insgesamt. 1,7 Millionen Damage, 325.000 Healing, dann habe ich viel zu oft Ignore Pain vergessen auch. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, dass euch diese BG gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, von meinen Social Media Networks folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.